Hallo zusammen. Viele haben gefragt, ja, warum, also wie war deine Geschichte und was hast du so erlebt, als du umgestellt bist und was hast du eigentlich davor gemacht und so weiter. Und das möchte ich jetzt alles heute gerne mal in einem Video zusammen erzählen. Und ja, deswegen spreche ich heute über meine Geschichte. Ja, meine vegane Geschichte ist noch gar nicht so alt, würde ich sagen. Also ich bin jetzt vegan seit Anfang des Jahres 2014, also anderthalb Jahre. Und war davor, wie lange war ich vegetarisch? Ich bin auch Anfang des Jahres 2011 bin ich Vegetarier geworden. Das heißt, ich war 3 Jahre vegetarisch und habe dann den Schritt weitergemacht ins Vegansein. Wobei, dazu komme ich auch noch, war das eher ein bisschen fließend bei mir. Und genau, ich fange mal vielleicht an, wie ich überhaupt vegetarisch geworden bin, beziehungsweise wie das so sich entwickelt hatte. Also ich habe zu Hause noch gewohnt bei meinen Eltern und habe mir damals schon Gedanken zu dem Thema gemacht, aber habe da noch ganz normal gegessen. Und bei uns gab es jetzt nicht immer jeden Tag Fleisch, aber ab und zu. Und ich habe da auch das gegessen, ohne dass ich, also ja, also ich hatte jetzt nicht so das gesagt, dass ich, oh, ich mag das nicht oder so. Und klar gab es bestimmte Essenssachen, die ich nicht mochte oder so. Aber an sich habe ich das ganz normal gegessen, aber nicht im Übermaß, aber auch nicht wenig. Und habe damals schon gedacht, naja, ich weiß nicht, vegetarisch würde ich gerne probieren, aber ich will es irgendwie nicht, weil ich immer Angst hatte, mein Papa müsste, mein Papa immer gekocht und der müsste dann mal extra Gerichte machen und das wollte ich irgendwie nicht. Und dachte mir, wenn ich ausziehe, weil das war ja dann klar, dass ich demnächst ausziehen werde. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich ausgezogen und dann habe ich sogar noch, das habe ich dann nicht sofort geschafft, dann habe ich das auch wieder verdrängt so ein bisschen. Habe dann auch 2-mal irgendwie Fleisch gemacht in dem Jahr, in dem ich dann ausgezogen war. War mir aber schon viel zu kompliziert und dann, naja. Jedenfalls hat sich das dann so schleichend eingestellt. Also ich habe damals auch nur noch, also was heißt nur noch Biofleisch und Neulandfleisch gekauft, weil ich dachte, es sei besser. Und ja, es war einfach ein Prozess, so ein Denkprozess, der entstanden ist irgendwie im Kopf und der dann so weiterging. Und habe dann irgendwann gesagt, das war witzig, weil das war an einem Abend, ich war bei Freunden und ich habe Gummibärchen gegessen, ganz viele Gummibärchen. Und bin dann nach Hause und dachte mir, nee, Jan, das kann jetzt nicht so weitergehen. Und von dem Tag an bin ich Vegetarier gewesen und es ist witzig, weil es waren einfach Gummibärchen, die mich über... Also ich habe mal irgendwelche Filme gesehen oder so, aber die haben mich nie so gecatcht. Also klar haben mich die... also ich konnte die auch nicht anschauen und ich wollte... Und es weiß... Ich glaube, das wissen auch viele, wie es in der Massentierhaltung aussieht oder so. Aber man verdrängt es einfach wieder. Und man muss es sich ja einfach selber wirklich verinnerlichen und ja, sich einfach vielleicht auch Gedanken drüber zu machen oder intensive Gedanken dazu machen. Und so war es dann bei mir. Und jedenfalls an diesem Tag, wo ich diese Gummibärchen oder an diesem Abend gegessen habe, dachte ich mir, nee, ja, das kann jetzt nicht so sein. Und habe das dann alles gecancelt und habe dann nie wieder ja, Fleisch oder so angerührt. Und mir ging es auch damit ganz gut. Aber habe dann schon weiter gedacht irgendwann, also es ging dann so ein paar Monate, ein Jahr oder so. Und dann dachte ich mir aber, vegan habe ich ja von natürlich gehört und fand es auch mal interessant, aber dachte mir, das ist ja dann zu krass und das geht ja nicht. Und was machst du denn, wenn du dann irgendwo im Restaurant bist und dir die Hände waschen willst, wenn dann Seife mit Honig und weiß ich nicht, Bienenwachs ist oder Milch? Kannst du die dann überhaupt benutzen als Veganer? Und solche Sachen habe ich mir dann mich gefragt und weil man auch immer im Hinterkopf hat und ich glaube, das ist auch das Problem, man hat im Hinterkopf, man müsste perfekt sein, man müsste von heute auf morgen 100% vegan sein. Und das finde ich, das hindert viele wahrscheinlich auch daran, dass man das eben sagt, nee, das ist mir so krass, das kann ich nicht und wenn ich dann nicht 100%ig bin, dann werde ich wieder, also dann akzeptiert mich die Menschen nicht, weil ich bin ja dann gar nicht vegan. Also das, genau, ja, das ist so ein bisschen das Problem, aber genau, und dann habe ich aber zu Hause ganz viel angefangen vegan zu kochen, weil zu Hause war es auch für mich super einfach, weil ich eh selber koche und da kann ich ja die Zutaten kaufen, die ich brauche. Und habe dann auch mich da in die vegane Küche eingefunden und fand es auch super lecker, ging sehr, sehr einfach. Ich hatte allerdings das Problem auswärts, weil wenn ich bei Freunden eingeladen war, wenn ich mit Freunden unterwegs essen war oder so,
Ich wollte die dann nicht immer in vegane Restaurants ziehen. Und ja, und das war also so ein bisschen die Hürde noch und das habe ich immer nicht gleich geschafft. Und genau. Und dann hat sich aber irgendwann durch eine Freundin, die dann auch, wir haben uns dann öfter darüber unterhalten und haben dann irgendwie, hat sie dann relativ schnell, dann, das war dann Anfang des Jahres 2014, gesagt, sie macht das jetzt mal. Und dann dachte ich mir, na, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich jetzt vegan. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, das war jetzt, ich hatte immer so Phasen. Also ich habe da Anfang des Jahres so gesagt, ab dem 1.1. und das hat dann aber nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, ne, ab jetzt. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ab welchem Tag das nicht wirklich genau war. Aber irgendwie so Februar, glaube ich, muss das gewesen sein. Und ja, und seitdem ist das auch kein Problem mehr. Und komischerweise auch alle Befürchtungen, die ich hatte, irgendwie, ja, wie ist das mit Freunden und so weiter, ist einfach nicht mehr. Also es gibt keine Komplikationen, muss ich sagen. Und klar, man findet immer irgendwie was oder so. Das ist in Berlin auch relativ einfach, weil da viele Restaurants einfach auch vegane Optionen anbieten. Aber das war auch bei mir, wie gesagt, so ein Prozess. Also andere können das von heute auf morgen, was ich krass finde, auch von Normalesser auf vegan von heute auf morgen, wow, Hut ab, hätte ich nicht so geschafft. Aber das ist top, ja. Und genau, ein bisschen meine Meinung noch, die ich dazu kundtun möchte, dass ich, also auch wenn du das Video schaust, interessierst du dich wahrscheinlich für das Thema, vielleicht bist du auch vegan, vielleicht bist du vegetarisch, vielleicht isst du auch Fleisch, aber du hast Interesse an diesem Thema und ich finde, das ist wichtig und das zählt auch und es ist egal, wie man jetzt oder wie man sich ernährt, Hauptsache man macht sich Gedanken darüber. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was man isst, woher das kommt, gerade auch bei tierischen Produkten. Und das ist wichtig und ich finde es auch super, wenn jemand sagt, ja, ich bin da auch, also ich versuche mich jetzt vegetarisch zu ernähren, ich habe ein paar vegane Gerichte, die ich koche. Und das ist ein super, super Schritt. Und ich möchte nicht jemand sein, der einfach verurteilt. Und wie gesagt, jede Kleinigkeit zählt schon und das sollte man loben. Und ich finde das auch wichtig, weil eben gerade das auch mir so ein bisschen die Angst gemacht hat damals noch, dass man da nicht perfekt ist. Und wenn man jetzt halt hier noch vegane oder Schuhe hat mit Leder oder so und dann wird man gleich verurteilt. Und es ist auch interessant, es ist wirklich interessant. Normal, also wenn man jetzt sich normal ernährt oder so und Fleisch isst, niemand sagt, wow, du isst hier krasses Fleisch aus der Massentierhaltung, das geht halt gar nicht. Aber wenn du sagst, ich bin jetzt vegan und habe Schuhe aus Leder zum Beispiel, dann wirst du sofort verurteilt. Aber egal ob Veganer oder nicht Veganer. Und das ist ein bisschen schade, das ist halt einfach in der Gesellschaft drin, weil man denkt, oh, der macht in dem einen Bereich was Gutes und dann muss er das 100% machen und wenn er das nicht 100% macht, dann ist das halt schlecht alles. Aber das ist halt zum Teil ja schon super gut und viel, viel besser als derjenige, der wahrscheinlich darüber sich da beschwert. Genau, und das finde ich ein bisschen schade, dass das halt so oft verbreitet ist. Und genau, deswegen jeden Schritt, den du machst, die man generell geht in die Richtung, ist super. Und wie gesagt, manche brauchen es halt, man muss auch sich Gedanken drüber machen, man muss es in sein Leben integrieren, das ist halt auch das Schwere. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert und das dauert auch bei vielen anderen wahrscheinlich. Und wenn es auch nicht 100%ig klappt, dann ist es halt so, dann Hauptsache man fühlt sich wohl dabei. Und wie gesagt, man steht dazu, was man isst und hat sich eben Gedanken drüber gemacht. Und anderes Problem ist, dass viele meinen, oh, was isst du denn überhaupt noch? Veganer können ja gar nichts essen, außer Salat oder so. Wobei das mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen revidiert ist, weil einfach in den Supermärkten auch super viel angeboten wird, was vegan ist und was auch nach interessanten Dingen aussieht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist die andere Sache. Aber für Umsteiger auf jeden Fall sehr zu empfehlen, finde ich, weil man einfach so ein bisschen seinen Ernährungsplan dann noch gar nicht umgestellt hat und viel adaptiert, was man eben bisher gegessen hat und das versucht zu veganisieren, was ja auch okay ist. Aber die vegane Küche bietet halt noch viel, viel mehr Auswahl, einfach von Produkten oder Gerichten, die man gar nicht kennt. Und da kommt man aber mit der Zeit dann rein, auch wenn man sich informiert und so weiter und auch ein paar YouTube-Videos schaut oder so, dann steht ob jetzt Quinoa oder Chiasamen auf dem Speiseplan, wo man dann vorher dachte, das kenne ich gar nicht oder so. Und genau, also das muss ich auch sagen, ich habe nie das Gefühl, ich verzichte. Okay, vielleicht
dass ich jetzt keine Pizza mit vegan, also mit so überbackenem Käse habe oder so. Also veganer Käse ist schon ein bisschen anders, da ist es immer ein bisschen, Käse ist eh generell in veganer Form jetzt noch nicht ganz so ausgereift, da gibt es noch nicht so die besten Alternativen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das abgeht oder so. Dafür denkt man sich dann, wenn man eine Pizza isst, und ich mache dann auch mal gerne Käse drauf, vegan. Klar ist das jetzt auch nicht mehr gesund, aber ich möchte ja auch genießen. Und man hat aber trotzdem nicht dieses Völlegefühl, also dieses Schwere im Magen. Und einfach auch das Wissen, dass man hier was isst, was einfach nur aus Pflanzen entstanden ist. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist einfach, das sind so Pflanzen und aus denen kannst du so leckere Sachen machen. Und wie gesagt, und keiner muss leiden. Das ist so schön. Also das klingt jetzt doof, aber das ist wirklich schön zu wissen. Und da macht es erst noch viel mehr Spaß. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ist es kein Verzicht. Man entdeckt so viele neue Sachen, wenn man sich auch ein bisschen inspirieren lässt, wenn man interessiert ist am selber kochen. Und deswegen, ich freue mich darüber, dass ich diese Ernährungsweise gefunden habe, weil ich halt dadurch auch meine Küche komplett geändert, also nicht komplett, aber ich habe sie auch geändert. Und Sachen entdeckt, die ich glaube ich nicht entdeckt hätte, hätte ich einfach mein Lebensstil weitergelebt. Und einfach das gekocht, was ich so kenne von meinen Eltern, gut Großeltern, war ich jetzt nie so oft beim Essen, aber was man einfach so vermittelt bekommt. Genau. Wobei meine Eltern relativ mediterran kochen, würde ich sagen. Also nicht so typisch deutsch. Also das gab es selten bei uns. Das war jetzt nie so das große Thema. Naja, und was ich dann noch erzählen möchte, abschließend, wie reagieren andere Leute? Gerade am Anfang, jetzt wissen es ja alle, wenn man sagt, man ist vegan, das finde ich witzig, weil es mir so oft aufgefallen. Also ich versuche es auch nicht so, hier so kommen wir raus und sage, hey, ich bin vegan. Aber irgendwann kommt es halt zum Thema, oder wenn man dann, gerade bei mir auf Arbeit war es öfter so, wir hatten immer so Lunch mit Kollegen, und um uns kennenzulernen, weil die Firma relativ groß ist. Und dann habe ich halt schon geguckt, dass ich da irgendwo, also dass ich irgendwo hingehen muss, auch was Veganes gibt. Und manchmal kommt es dann zur Ansprache, und dann ist das auch den ganzen Mittagstisch das Thema. Und dann denke ich auch, also ich will halt jetzt auch nicht unbedingt so, naja, anderes Thema. Auf jeden Fall nicht so, dass die ganze Zeit drüber gesprochen wird. Ich finde es gut, aber irgendwie fühlt sich es manchmal so falsch an, weil die Leute dann irgendwie so denken, also so tun, als wären sie, würden sie das auch so leben oder so, und eigentlich bestellen sie dann doch ihre Linguini mit Putenfleisch oder so. Na, auf jeden Fall die meiste Antwort, die ich wenn ich dann mal gesagt habe, dass ich vegan bin, erhalten habe, war, ja, also ich esse auch nicht viel Fleisch. Und war interessant, weil die Leute sich dann auch doch, die wissen ja auch, dass sie fühlen sich ein bisschen angegriffen, und das ist auch ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man auch dann damit eher mit so einer negativen Einstellung darauf reagiert. Und das ist einfach der Versuch, diese Antwort, dass man einfach sagt, naja, ich bin ja auch nicht so schlimm. Ich esse auch nicht so. Und auf jeden Fall fand ich es immer sehr nett. Am Anfang dachte ich mir dabei noch nicht so viel. Irgendwann kam ich auf die Schliche, dass das irgendwie alle sagen. Und wie gesagt, und wenn man dann später mit dem Essen ist, dann essen sie halt auch ihr Fleisch. Und dann denke ich mir, also ich weiß ja nicht, vorher hast du noch gesagt, du isst nicht so viel. Und das Gericht hätte es auch ohne gegeben oder so, keine Ahnung. Genau, das ist immer ganz nett zu erfahren. Und genau, was vielleicht auch vielen hilft oder so, ich habe viele, man entfernt läuft ja auch viele Dokumentationen oder irgendwelche Reportagen oder irgendwelche Talkshows, und es wird immer nach Gründen gesucht, oder ich versuche immer Gründe zu finden, die fürs Fleischessen sind. Und alle sagen immer, das schmeckt gut, aber ich finde, das ist kein Grund, ein anderes Lebewesen zu töten. Also es schmeckt gut, oder weil es immer so war, dann würde sich ja nie was ändern, wenn man immer alles macht, was immer so war. Das ist ja fatal, also das ist ja kein Grund, keine Einstellung überhaupt. Und das, ja, das finde ich interessant, es gibt einfach keine Gründe für den Fleischkonsum. Und das sollte man sich eigentlich ein bisschen überlegen und ja, und danach dann so ein bisschen überlegen, was man eigentlich macht und wie man mit anderen Lebewesen umgeht. Und ja, ich glaube, wenn man sich da wirklich Gedanken zu macht, dass man da entweder steht man dann wirklich dazu, oder man ändert auch was eben daran. Genau. Das
könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr gute Gründe kennt, Fleisch zu essen. Ich weiß keinen. Ja, ansonsten hoffe ich, konnte euch ein bisschen Eindruck geben von meinem Leben bzw. meinem Ernährungsstil bzw. wie ich ihn geändert habe. Ich bin jetzt eigentlich auch relativ 100% vegan, würde ich sagen, aber ich habe jetzt auch noch, meine Putzmittel sind eigentlich alle von Denk mit und so, also die sind auch vegan, da schaue ich mal auf der Seite von DM nach. Aber ich habe auch Schuhe noch, die sind mit Leder. Wenn ich mittlerweile neue kaufe, ich bin da auch so ein bisschen ehrgeizig. Ich habe jetzt so eine mittlerweile die Phase erreicht, wo ich wirklich bei allen oder vielen, eigentlich allen Produkten, die ich neu kaufe, wo ich nicht so sicher bin, nachschaue. Und wenn ich nicht nachschaue, schreibe ich immer Produktanfragen an die Hersteller. Genau, bei Schuhen bin ich, das war also, das ist meine letzte große Hürde. Und ich versuche da jetzt auch immer eben 100% vegan zu kaufen. Das Problem ist allerdings hier, dass diverse Kleber auch eventuell nicht vegan sind. Aber irgendwo muss man auch aufhören, ist meine Meinung. Weil ich kaufe auch Limonaden, wo ich nicht weiß, wie ist der Kleber hinter dem Etikett. Also ich kann nicht alles nachforschen. Und ich weiß auch nicht, wenn ich mein Beispiel mal, wenn ich mit der U-Bahn fahre, ist da Schmierfett verwendet, wo irgendwelche tierische Bestandteile sind. Also irgendwo muss man aufhören. Das macht man sich auch verrückt und ich benutze auch die Seife im Restaurant, wenn da Milch und Honig draufsteht, weil ich meine Hände putzen will und nicht meine eigene Seife mitnehmen will. Genau. Ja. Und ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr das handhabt, in welchem Stadium ihr seid, wie ihr euch fühlt damit und vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video dazu, wie es mir generell geht mit dem Vegan-Sein, von der Gesundheit her und generell. Aber das jetzt erstmal so für einen Überblick, weil ich auch gefragt wurde. Und genau, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und genau, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn ihr mich nicht abonniert habt und keine Videos verpassen wollt, dann macht es bitte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und einen schönen Tag noch. So, das ist jetzt mein Abendessen. Das sind glutenfreie Spaghetti. Und ich habe die noch mit einer Tomaten-Ingwer-Zitronensoße gemacht. Ich finde nämlich diesen Geschmack super lecker, weil es einfach was ganz anderes ist und man ist es gar nicht gewöhnt, Tomaten und Ingwer und Zitrone, also die Kombination ist sehr interessant.